Und halt sterben müssen wir halt nochmal neu anfangen. Das heißt neu anfangen, also haben wir halt erstmal nichts mehr und müssen halt nochmal. Bleib stehen. Mal loslegen. Und es wird Nacht. Und ich hoffe, dass ein Schwert reicht. Und wie gesagt, ich habe Angst vor Spinnen, also wenn die mich anspringen, ich mal ja euch die Ohren zupläre. Nicht erschrecken. Spinnen können wir. Was? Da sind Schafe. Unter uns ist irgendwo eine Höhle. Das hat man auch an dem Geräusch, was ihr gerade gehört habt. Das ist ein Höhlengeräusch. Also das hört ihr immer, wenn in Minecraft eine Höhle neben euch ist, irgendwo. Ach, bleibt stehen. Ich sehe keins. Schnauze, wir packen hier mal eine Fackel hin. Dass wir wissen, hier irgendwo war was. Also hier war eine Höhle oder sowas. Jetzt haben wir drei Wolle, jetzt nehmen wir die Hände in die Hand. Da ist ein Creeper! Oh, da ist ein Creeper, da ist ein Creeper, da ist ein Creeper! Also dieser grüne Wuschelkopf, der uns da hinten eben auf uns zugerannt ist. Und das sind übrigens Tintenfische. Der sprengt sich in die Luft, sobald der näher kommt. Also der fängt dann an zu zischen. Dann machst du so zzt, und dann machst du Krabum und dann habt ihr einen riesen Krater im Boden. Das sind übrigens Kühe, die nehmen wir gleich auch noch mit. Weil aus Kühe kommt Leder und aus Leder kann ich die erste Rüstung bauen. Ein paar Sätze mal zu den Materialien. Hallo, Herr Zombie-Mann. Stirb, stirb, stirb. Also aus verschiedenen Materialien. Ein Material bestimmt nicht bei Rüstungen, wie stark die Rüstung ist. Also jede Rüstung ist gleich stark. Das Material bestimmt nur die Haltbarkeit. Also Leder ist am wenigsten haltbar. Gold ist haltbarer als Leder, aber weicher als Eisen. Weil Gold ist ja weich. Es ist nicht, ist zwar wertvoll, aber Gold ist sehr, sehr weich. Oh, ich bin ein Monsterschlechter hier von Kamublistan, ne? Vielleicht sprengt uns irgendein wahnsinniger Creeper in die Luft. Ich sehe es doch kommen. Das sieht man nämlich immer. Stopp. So. Jetzt gehen wir auch mal. Jetzt haben wir genug Fleisch. Da ist ein Skelett. Skelette sind übrigens Bogenschützen, die ich einen sehr gerne umschießen, wenn man denen zu nahe kommt. Bei Schwertern, also bei Waffen ist es so, und bei Werkzeugen, umso wertvoller das Material, also die und nicht umso wertvoller. Oh, da ist ein Creeper. Stopp! Oh Gott. Das ist ein Enderman. Oh Gott. Nein, nicht porten, nicht porten, nicht porten, nicht porten. Wach! Ist er! Oh. Es sind viele neue Sounds da. Ich bin gerade fasziniert über die Sounds von den Endermen. Oh Gott. Oh Gott, und ich habe kein Essen mehr. Wenn ihr kein Essen mehr habt, dann passiert euch das, was mir jetzt passiert. Und zwar, ihr geht runter auf die Hälfte eurer Herzen. Wir bleiben jetzt mal hier drinnen. Ich weiß gar nicht, werden bestimmt drei Folgen. Das Ganze noch ein bisschen aus hier. Und meine Hand ist eingeschlafen. Oh, verdammt. Und wir haben eins. Na gut, da werde ich eh noch hinbauen.
Das noch weg, die Kohle noch weg. Wenn wir schlafen, werden wir uns gleich ein Bett bauen. Das ist einmal zwei Felder lang. Und es steht in den beiden Blöcken über dem Ort, wo ihr es hingestellt habt. Da ist noch irgendwas dabei. Hallo Schwein. Ich setze jetzt einfach mal die schwarze Wolle dahin. Und zwar... Wir haben auch kein Holz mehr, ne? Ja, ich baue mir gleich ein Bett und so, und das ist alles total toll und sicher und überhaupt bin ich total gut. Nix kannst du. So sieht's nämlich aus. Schnell den Baum hier weggenommen und nimmt die Beine in die Hand. Ich hab Angst. Also ich bin ja schon fast Kamikaze, dass man ja nicht von mir wohnt eigentlich. Eigentlich bin ich total der Pisser. Ich laufe nachts nicht so viel rum. So, dann haben wir ein paar Planken. So, ein Bett macht ihr euch, indem ihr drei Planken unten hinbaut. Und drei Wolle oben. Welche Farbe die Wolle hat, ist egal. Das hätte ich euch jetzt zeigen können, aber die graue behalte ich lieber. Ich ein Bett. Das setze ich jetzt nochmal hier hin. Und ich lege mich gleich schlafen, was ich eigentlich nicht wollte. Okay, dann schlafen wir gleich. Was ich noch sagen wollte, das Bett steht jetzt in diesen beiden Blöcken. Hier und hier. Und zwei nach links, zwei nach rechts, zwei nach oben, nach unten. Und das ist praktisch der Block, in dem das steht. Und zwei nach oben. Also den, dann den und den da drüber. So in einem großen Rechteck. Dürfen keine Monster spawnen. Das heißt, wenn jetzt unter diesem Block noch einer frei wäre und da eine Höhle wäre, dann könnten, würden hier drinnen während der Schlafen Monster erscheinen. Das ist dann nicht so gut. Tagsüber verbrennen Monster übrigens. Ist noch ein Enderman. Ist die Kate langsam. Aber die Skelette sind wahrscheinlich schon alle verbrannt. Spinnen greifen tagsüber übrigens nicht mehr an. Allerdings gibt es die grünen Creeper, die wir eben, gegen die wir eben gekämpft haben, ein. Die bleiben. Und die werden euch auch tagsüber noch angreifen. Die sprengen auch tagsüber noch die Bude weg. Ich dachte schon, da oben wären jetzt Schafe, aber das waren Kühe. Na gut. Was haben wir hier das Ding noch raus? Haben wir noch Holz? Klar, haben wir noch Holz. Holz hier hin. Hier mal ein bisschen Erde weg. Hier Erde. Können wir jetzt hier, hier mal das Holz weg. Und die Wolle weg. Für Wolle gibt es übrigens kein Werkzeug. Das müsst ihr mit der Hand am besten machen oder einfach mit einer Blume draufschlagen. Machen wir jetzt hier. Wir haben noch nicht genug Erde. Die Endermen klauen euch auch übrigens Blöcke aus der Landschaft. Alter, hab ich mich jetzt erschreckt. Der ist gehört. Der Sound ist neu, verdammt. Warum muss ich mich doch gewöhnen? Also ich hasse diese neuen Sounds. Ach Gott, mein Herz. So, hier noch zwei hin. Nicht übereinander. Das gehört, hier ist irgendwo ein Skelett. Da ist irgendwo ein Skelett, also die sind direkt bei einer Höhle hier. Seht ihr das? Das auch, oder? Okay, eine Sache will ich euch noch zeigen. Jetzt am Crafting Table und machen. So außenrum Cobblestones. Die kriegt ihr, wenn ihr mit Werkzeugen Steine abbaut. Dann kriegt ihr ein Furnace, das ist ein Brennofen. Den stelle ich jetzt einfach mal da in die Ecke. Da legen wir jetzt das Fleisch rein. Und gut, wir haben gerade nur eine Kohle rein. Die reicht immer für 8 Stück. Und der brät jetzt hier schön Fleisch draus.
Es regeneriert halt mehr Essen. Und wie ihr seht, sind wir halb tot. Das heißt halb tot, wir haben halt keine Nahrung mehr. Das sind ganz viele komische Sounds, die ich nicht kenne. Also, ich weiß nicht, da sind noch so viele Sounds jetzt dazugekommen. Das Essen hat einen Sound und es ist echt, das ist, ich weiß auch nicht. Übrigens, der Ofen spendet auch Licht, wenn ich die jetzt mal wegmache hier. Seht ihr, der Ofen spendet auch Licht und zwar nicht wenig. Also, der spendet schon ordentlich Licht. Nehmen wir den nächsten da raus. Nochmal. Wenn ihr jetzt übrigens esst, der hat, habt ihr gesehen, der regeneriert 4 Brötchen. Und die zweiten 4, die sind jetzt praktisch da noch hinter. Also die sind praktisch jetzt hier noch hinter, also die sind nicht verloren. Die behaltet ihr. So, und ich würde sagen, ich beende mal meine ersten... Moment, das muss noch weg da. Mach 2 Holz rein. So, aber jetzt, ich würde sagen, ich beende... Da sind noch 2 Steine, die da weg müssen. So, ich würde sagen, ich beende jetzt die Aufnahme. Das war unser erster Tag in Minecraft. Ihr habt gesehen, nachts kann es ganz schön brenzlig werden. Creeper, Monster, deswegen sollte man es möglichst nicht machen, wie ich es jetzt gemacht habe, und sich erst Schafe suchen. Allerdings klappt es so ja auch, man muss halt ein bisschen aufpassen. Ich weiß nur, wie ich mit den Monstern umgehen muss. Ihr solltet, wenn ihr eure erste Welt spielt, es nicht so machen wie ich, sondern dann lieber vielleicht baut euch so eine Hütte und grabt euch da ein bisschen rein. Das ist immerhin noch besser als so eine Kamikaze-Aktion, wie ich sie gemacht habe. Und ich werde versuchen, 2 Videos die Woche rauszuhauen, mindestens. Und ich werde natürlich nicht in jedem Video groß was zum Zeigen haben. Wir werden dann die ersten 2-3 Minuten, so wie viel, wie ich es halt habe, euch was zeigen und danach werden wir weiterbauen. Also es wird so eine kleine Mischung. Wir werden auch manche Projekte zusammenbauen. Also jetzt, wie baue ich die Mechanik der Monsterfalle? Da werden wir die Monsterfalle unten zusammenbauen. Oder ich farme die ganzen Materialien und wir bauen einen Teil von einem Schloss zusammen oder einen Kerker oder was weiß ich. Ich werde das auch Vanilla spielen, also ohne jegliche Mods. Ich werde mir keine Gegenstände cheaten, das werde ich mir alles selber holen. Und das war's eigentlich bis jetzt. Habe ich irgendwas vergessen? Natürlich, ich habe natürlich jede Menge vergessen, aber habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Nehmen wir schnell das Zeug hier noch raus. Jo, und dann verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal bei Minecraft. Tschüss.